Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Control. Ich bin der Baume. Wir sind live auf Twitch. Und wir kriegen jetzt ordentlich was zu hören. Ich bin gespannt. Ich hoffe, wir kriegen ein paar. Ich habe die Hotline. Ich verstehe nun, was Trench sagt. Unglaublich. Was sagt er? Er sprach über sein Management-Team. Leute, die Geheimnisse der Behörde kannten. Dein Boss, Darling, Tomasi. Aber den hat das Zischen erwischt. Salvador? Er ist der Sicherheitschef. Und Marshall? Helen Marshall ist die Einsatzleiterin. Sie ist CE, ex-CIA. Sie ging mit ihren Rangern in den Forschungssektor, um die HAV-Produktion zu sichern. Sie kam nicht zurück. Jemand, der uns helfen könnte. Die anderen Sektoren. Wie komme ich dahin? Das ist unmöglich wegen der internen Quarantäne. Als Direktorin kannst du sie aufheben, aber das geht nur vom Wartungssektor aus. Normalerweise verbindet der Sektorenlift alle Sektoren, aber solange die Quarantäne wirksam ist, funktioniert er nicht. Wir haben bereits eine Quarantäne überwunden. Vielleicht finde ich einen Weg. Jesse, schau mal, du kamst ohne Training in diese extreme Situation und schlägst dich phänomenal gut. Und das Zischen kann dir scheinbar nichts anhaben. Also, ich würde liebend gern ein paar Tests mit dir machen. Also, wenn du einverstanden bist, natürlich. Vielleicht finden wir etwas, das uns helfen könnte. Tests? Die Direktorin wird bitte nicht getestet. Sie könnte dich entdecken. Direkt vom Direktor. Aber ich würde auch selbst gerne mehr verstehen. Okay. Wenn du denkst, dass es hilft. Spitze, ich suche in der internen Dokumentation nach Wegen, die Quarantäne zu umgehen. Wir müssen diese Sektoren öffnen, um Darling und Marshall zu finden. Und ich suche einen Weg in den Wartungssektor. Je schneller wir einen finden, desto schneller kann ich die Quarantäne aufheben. Also sie ist wie Art besessen von einem Ereignis, eines der heftigsten AWEs, das hier jemals passiert ist auf der Welt. Und dabei ist sie auch von einer Art Zischen besessen worden. Und deshalb, weil sie schon besessen ist, kann ihr das Zischen nichts an. Aber vielleicht ist mein Zischen ja ein anderes als... Also ich denke mal, dass ich derjenige bin, der sie besitzt, besessen, besoffen. Der Hausmeister Yoda? Da wächst Getreide? Was ist denn das? Oh, warum ruckelt's denn so? Irre. Ich dachte extra, ich lad's mir lieber auf die Playstation, weil da kann mein Rechner das Rendern übernehmen und also die Playstation macht das Spiel und mein Rechner macht den Stream. Ich glaube, ich hätte es mir doch lieber für PC holen sollen, dann hätte ich auch die Maus nutzen können beim Ballern. Verdammt! Verdammt, alles falsch gemacht. Da habe ich mir wirklich lange den Kopf drüber zerbrochen, wie ich es nun am besten löse. Boah, hier geht gar nichts mehr. Und ich dachte so, yo, die Playstation läuft bestimmt super. Die kann das Spiel bestimmt klasse. Aber das kann sie nicht. Das kann sie leider nicht. Verdammt. Hi, Jesse. Hi, Duda. Nix Neues? Nix Neues? Oh. Danke, Emily. Ich bin sicher, dass ich bald noch mehr Fragen habe. Gib einfach Bescheid. Und was jetzt mit dem Test? Was jetzt mit dem... Ich kann keine Gegenstände werfen, schade. Ich habe kein... Warum habe ich denn hier keine Psy-Kräfte? Weil ich das nicht möchte? Oder weil ich es nicht kann? Wobei, ich habe das Ding ja gereinigt. Dann habe ich wahrscheinlich meine Kräfte noch. Hörst du das? Singt da jemand? Wo kommt das her? Redest du mit mir? Hast du mir was Schönes mitgebracht? Wie bist denn du drauf? Hast du mir was Schönes mitgebracht? Danke, Emily. Ich bin sicher, dass ich bald noch mehr Fragen habe. Gib einfach Bescheid. Hast du mir was Schönes mitgebracht? Diese Werte sind seltsam. Das Zischen manipuliert es irgendwie. Regt es auf. Vielleicht harmonisierende Frequenzen. Du bist die Meisterin der Selbstgespräche, hä? Du hast doch gerade eben ganz deutlich mit mir geredet, oder? Du weißt, wo ich bin. Gesang. Klingt, als kommt es aus dem Aufzug. Oh.
wir mal zum Aufzug, gell? Haben wir irgendwie ein Ziel? Nicht so richtig. Irgendwo. Wir sollten zum Ausgang durchbrechen. Wenn wir hier bleiben, werden wir zu Zischern. Die Quarantäne soll die Zischer isolieren. Selbst wenn wir wollten, könnten wir die Türen nicht öffnen. Dann sitzen wir hier mit den Monstern fest. Ja. Ausgeliefert. Korrekt. Korrekt. Was gibt's an dem Prinzip Quarantäne nicht zu verstehen? Wenn du hier stirbst, geht's der Welt wesentlich besser, als wenn du den Shit rausschleppst und alle umbringst. Dass dir das nicht gefällt, ist völlig okay. Und das ist der Quarantäne auch völlig zu Recht völlig egal. Den anderen. Warum das rote Licht hat ihn erwischt. Ehrlich, ich weiß nicht, was passiert ist. Ja, wir müssen hier aufbrechen. Es ist Quarantäne, wir müssen hier ausbrechen. Das ist sehr, sehr wissenschaftlich von dir. Eigentlich, wenn du sowas sagst, müsste man dich schon gleich knebeln und in irgendeine Abstellkammer einsperren, damit du gar nicht erst die Möglichkeit hast, auf dumme Ideen zu kommen. So würde ich das zumindest machen, als Direktorin. Oder Direktor, bin mir nicht sicher. Nur am Geschenke abgreifen, die Olle. Ja, die sitzt da rum, macht gar nichts. Die hat ja nicht mal die Tests gemacht, die wir gesagt haben, die sie machen soll mit uns. Untersuchung paranatürlicher Themen, Objekte der Macht und ihre Zusammenfassung. Objekte der Macht sind einzigartig in ihren Fähigkeiten. Bestimmten Individuen paranatürliche Fähigkeiten zu verleihen. Wir nennen diese Individuen Parautilitarier. Oh, dieses Wort Utili, kann man da nicht was anderes nehmen? Berechtigte. Parafähig. Para. Denn Tänzer. Die Potenz der Fähigkeit hängt von der Paraute ab. Anhand eines Beispiels vom Objekten der Macht sieht man, dass es eine Paraute gibt, die einen Wurfdistanz von unglaublichen 5 Metern erreicht, während andere zu 12 fähig sind. Weitere Informationen in Dr. Darlins Dödeldödel. Es ist unbekannt, was genau die paranatürliche Kompetenz eines Individuums bestimmt. Aber es wird gemeinhin angenommen, dass ein wenig Salz im Körper vorhanden ist und dass es wie alle Muskeln trainiert werden kann. Ein wenig, vielleicht doch nicht. Man kann sein Salz trainieren. Doch, das geht. Um meine Analyse fortzusetzen, habe ich offiziellen Zugang zum Northmore-Akten beantragt, der ja die fähigste Paraute ist, die die Behörde je gesehen hat. Dr. Darling hat dem Antrag noch nicht stattgegeben. Wer? Northmore. Habe ich schon ein paar Mal gehört. Sind wir dem schon begegnet? Wer ist Northmore? Northmore klingt interessant. Die fähigste Paraute im ganzen Welt? Kann ich hier runter hopsen? Kann ich. Ich dachte, da wäre ein Fenster. Ich hätte gehofft, da wäre ein Fenster. Wo ist Marshall? Oder Trench? Warum hat hier keiner das Kommando? Ich habe das Kommando. Und ich sag dir, halt dein Maul. Trench ist nicht tot. Ich mach mal das Radio an. Euer Geschwätz stirbt. Okay, hier war ich glaube ich schon mal. War hier nicht irgendwo eine Tür, die Clearance 1 brauchte? Ach, ich glaube, durch die bin ich gerade rein. Nope. Tschüss. Die habe ich alle runtergeballert und die sind wieder da. Also es macht keinen Sinn, die wegzuschießen. Die Geschäftsleitung muss doch ein Schutzteam haben. Wo zum Teufel sind die? Während der internen Quarantäne können die Aufzüge nicht benutzt werden. Huch, habe ich das schon aufgemacht? Habe ich schon. Okay, ich glaube, hier war ich schon überall. Ach, immer diese Fenster, die nichts reflektieren. Scheiße. Hier geht's jetzt lang. Oh, nee, Quatsch. Das ist, wo ich herkomme. Da war ich auch schon drin. So, ich soll zu irgendeinem Aufzug. Wo ist der Aufzug? Nee, warte mal, der Aufzug geht ja nicht. Wo soll ich hin? Falschen Knopf gedrückt. Kantine. Was ist denn mein... Warte mal kurz.
Finde einen Weg in den Wartungssektor. Okay. Okay. Der Wartungssektor ist... nirgends? Muss ich wieder hierhin zurück? Ich glaube, hier war tatsächlich noch was zu holen. Ich bin durch die Tür rein und habe mich gefreut, dass ich wieder in meiner Base bin. Aber ich glaube, hier ging es auch einfach weiter, oder? Hier lang? Nee, das ist das Büro. Hier lang. Ja, genau. Aber wenn ich in den Wartungssektor muss, kann ich vielleicht einfach den Hausmeister fragen. Die Tür haben wir uns noch nicht angeschaut. Da kommen wir jetzt rein. Das ist neu. Ah, irgendwas hatte ich noch auf... Schade, hier geht es aber nicht wirklich weiter. Schmettergeschossschub. Das Schmettergeschoss ist so schon ganz gut. Ich glaube, da muss ich nichts schieben. Noch mehr Schriftverkehr. Sehr geehrter Mr. Potts, sehr geehrte Mrs. Potts, mit großem Bedauern muss ich Ihnen mitteilen, dass Ihr Sohn Graham Potts letzte Woche bei einem Einsatz ums Leben kam. Genauere Details zu seinem Tod sind streng vertraulich, doch habe ich die Ehre, Sie darüber zu informieren, dass er im Dienst für sein Vaterland gefallen ist. Sie können stolz darauf sein, dass er im Angesicht der Gefahr großen Mut bewiesen hat und sich dem Schutz unserer Nation gegen ihre Feinde verpflichtet sah. Er wird seine Kameraden und Kollegen stets in Erinnerung bleiben. Ich bedauere den Schmerz, den Ihnen diese Nachricht bereiten muss, aufs Äußerste. Ich hoffe, dass Sie etwas Trost in der Tatsache finden, dass sein Opfer das Vaterland beschützt hat, das er so geliebt hat. Seine Habseligkeiten werden Ihnen so schnell wie möglich zugestellt. Hochachtungsvoll, Howard J. Murray, stellvertretender Vorsitzender der Kommunikationsabteilung. Da hat sich jemand an die Regeln gehalten, die wir gelernt haben. Ja? In Erinnerung bleiben, Ehre, hochachtungsvoll und so weiter, bedauern. Warte mal, bedauern und entschuldigen sollte nicht drinstehen, ne? Seltsam. Oh, das sind alles Post-its? What the fuck? Was ist denn das für ein Büro? Und wo soll das überhaupt sein? Hier ist gar nichts. Und hier auch nicht. Und da ist das auch nicht. Das ist seltsam. Da ist wieder ein bisschen Realitätsverschiebung dabei. Ich glaube, hier soll ich gar nicht lang. Ich würde trotzdem gerne mal hier lang schlurfen. In der Hoffnung, dass wir hier vielleicht den Hausmeister wieder treffen. Weiße Perlen, die gelb und rot erscheinen. Der Hausmeister muss doch wissen, wo es in den Maintenance-Bereich geht. Der kennt vielleicht eine Abkürzung. Oh Gott, wo ging es denn da lang? Wo ging es denn da nur lang? Da muss ich zurück Richtung Büro des Direktors. Warte mal, da war ich ja gerade. Boah, dieses sich verändernde Haus ist total schickend, weil wenn ich jetzt hier reingehe, komme ich ja wieder in der Mitte raus, bei der Pyramide, nämlich genau hier. Zum Glück sind wir aus dem Schutzraum raus. Da ging mir die Luft aus. Es wird Sauerstoff in die Beine gepumpt. Es bestand nie die Gefahr Fuck. Zu erstehen. Ich weiß, wie ich mich fühle. Sie sind zu klein. Bei unserem Rang sollten wir größere Schutzräume kriegen. Ich sollte mein Salz auch mal wieder trainieren. Sag mir bitte, wie es läuft, Kuro. Ich weiß, Stay kann das. Stay kann das gut. Okay, warte. Ich kann hier jetzt also astrein im Kreis rennen. Schön gut. Hier ist es auch endlich wieder halbwegs ruhig. Trotzdem fehlt mir irgendwie... Ich komme auch nicht mehr zurück. Wie bin ich denn in diesen großen Bereich dort überhaupt reingekommen, wo alle rumschweben? Kann ich da überhaupt wieder raus? Ich glaube, ich folge mal der Beschilderung. Vielleicht steht hier irgendwo Maintenance. Auf der Karte steht es aber nicht. Kantine, Poststelle, Drucklufttechnik. Hier gab es auch nichts Neues. Nein, da waren wir schon drin. Überall Zigarettenautomaten.
Stimmt, der Direktor, der ehemalige Direktor hat ja auch geraucht wie ein Schlot. Das sehen wir ja in jeder Erinnerung. Hi. Kannst du mir irgendwie sagen, wo ich hin soll? Wollten wir nicht irgendwelche Experimente machen? Was gibt's? Tests? Ach Mann. Danke, Emily. Ich bin sicher, dass ich bald noch mehr Fragen habe. Och, Mann, gib einfach Bescheid. Emily, hilf mir doch. Warum hilft mir denn keiner von euch? Bis später, Jesse. Die Zischer sollen die Energiequelle angegriffen haben. Das wirft eine Menge neuer Fragen auf. Okay, da sind eine Menge. Sind sie koordiniert? Menge hat die Quelle sie angezogen? Dead Letters. Wenn wir seine Energie nicht kennen. Ja, aber da komme ich auch doch wieder nur haargenau da raus. Das muss ein Fusionsreaktor sein, sonst kriegt man unmöglich so viel Energie. Oder? Naja, das kann nicht richtig sein. Da gehe ich ja wieder genau da lang, wo ich auch das letzte Mal lang gegangen bin zu meiner Mission. Fahrstuhl. Zeit für Arbeit. Aber ich denke, der Fahrstuhl geht nicht. Wir treffen uns in der Wartung. Ich denke, der Fahrstuhl geht gar nicht. Aber nein, ich habe den Fahrstuhl ja auch benutzt. Da war er aber viel kleiner. Als ich reingekommen bin, habe ich den Fahrstuhl benutzt, um ins Büro zu kommen. Trotz der Quarantäne. Quarantäne. Wie gesagt, der Hausmeister ist freundlich. Okay. Der Hausmeister könnte auch der Ursprung allen Übels sein. Der hat ja auch mit dem Rat telefoniert. Oder womit auch immer. Irgendwas außerhalb der Dimension. Vielleicht kann man ja mit mehr Leuten telefonieren als mit dem Rat, wenn man die Hotline nutzt. Wenn ich das richtig verstehe, dann ist es auch so, dass der Rat hier immer nur anruft. Niemand wählt eine Nummer. Aber warum hat der Hausmeister sich denn ein- und ausgetragen, wenn es ein geheimes Gespräch gewesen wäre? Aber dass das keinen stutzig macht, weil offiziell darf die Hotline ja nur der Direktor benutzen. Alle anderen sterben ja, wenn die benutzen anscheinend. Und das auf so perverse Art und Weise, dass jeder, der es sieht, erstmal in Therapie muss. Der Wartungssektor ist das Reich des Hausmeisters. Wenn ich Adi hier finde, kann er mir helfen, die Überbrückung zu erreichen. Aber das verstehe ich. Vielleicht hast du mich trotz der Quarantäne in das älteste Haus gebracht. Vielleicht war es Arti. Er hat wohl den Aufzug erscheinen lassen, der mich in Trenches Büro brachte. Hilft Arti mir auch? Trotz Quarantäne kann ich Fahrstühle benutzen, aber nicht den, den ich benutzen soll, um... Also, wir sollen in die Wartung, um die Quarantäne aufzunehmen, damit wir den Fahrstuhl benutzen können. Aber um dahin zu kommen, benutzen wir einen Fahrstuhl? Das ist doch paradox. Ah, Clearance Stufe 2. Dann werden wir die hier wahrscheinlich finden. Das ist trotzdem schräg. Okay, okay. Ach so, es gibt einen Sektoraufzug, aber ich kann nur innerhalb eines Sektors den Aufzug benutzen? Der Überbrückungsschalter des Direktors ist da, im Kontrollraum. Da? Wie kommen wir da hin? Ja, zu Fuß. Aber, warte mal. Ja. Jungs, kann ich euch vielleicht einfach abschießen? Immer diese undurchdringlichen Gitter. Da reflektiert was.
Kontrollpunkt. Oh, den habe ich gar nicht erkannt, als sie so rot ist. Okay, bing, und das Schild geht an. Herrlich. Okay. Ich kapiere das mit den Aufzügen nicht. Also es muss anscheinend verschiedene Arten von Aufzügen geben und ich kann nur die eine Art benutzen. Und das ist trotzdem hier alles noch ein Sektor. Wie groß ist dieses Haus? Vielleicht ist der Hausmeister der Rat. Du meinst, der spricht nur auf den AB und lässt den dann zurückrufen? Hände hoch und gib mir die Kontrolle, Baume! Jeffrey, grüß dich! Du kriegst den Controller nicht! Den Kontrollcontroller. Black Rock Quartier hier, nach oben links. Hm? Da geht's nicht durch. Arschlochtür. Puh. Gegner. Gegner in dem Spiel. Gott, sind die schwer. Also mit Controller ist echt schwer. Aber das Speisen von Objekten wird auch angenehm leicht gemacht. Man muss halt nur nochmal Finishing packen. Wobei, da könnte ich vielleicht... Das könnte sich lohnen. Huch, falscher Knopf. Ich meine natürlich den hier. Dass wir sagen, nicht, dass sich die Energie schneller auflädt, sondern dass wir sagen, der Schmetterangriff macht mehr Schaden. War das nicht so? Abgefeuerte Geschosse plus 2. Genauigkeit plus 5. Oh. Geht nicht? Geht nicht? Wieso geht das nicht? Exklusiv für Schmetterer. Okay. Okay, müssen wir anscheinend noch Zeug freispielen. Ist das komisch. Schon wieder so ein Raum. Oh, ich habe schon wieder vergessen, wo wir über solche... Mach mal Platz. Hilft mir das in irgendeiner Weise? Was? 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 Mein? What the fuck? Oh Gott, da kommen noch mehr. Jetzt wollte ich gerne ein bisschen mehr Damage drauf packen, damit es ein One-Hit wird, aber leider nicht. Macht's gut. Oh, oh fuck. Shit. Kann es sein, dass ich mir mit diesen Schmetterdingern am meisten selbst wehtue? Oh Gott, soll ich rennen? Bitte heilt mich, bitte heilt mich, bitte heilt mich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist genau das Gegenteil von heilen. Das ist kaputt hauen. Bitte nicht kaputt hauen. Oh. Aber auch immer aus dem Nichts. Ich renne aber auch rum wie ein Depp. Man hört aber auch nichts. Die können sich aber auch einfach zu einem hin teleportieren. Die Schweine. Und dabei ist hier nicht mal einer, der rumschwebt, ne? Keiner von den, wie heißt es, Zischer-Agenten? Kann ich sagen? Oh, das ist nice. Das heißt, ich muss die nicht wegputzen, um zu verhindern, dass ich später hier teleportiere. Jeffrey! Na, wie oft hast du es mittlerweile probiert gehabt? Warum ist Twitch heute so am Lecken? Das liegt an dem Spiel. Alles gut, alles gut. Den Hausmeister. Der treibt's hier rum? Hier, wo so viele Gegner rumrennen? Der muss ein ganz schön krasser... Man kommt hier einfach von der Seite rein? Was für ein Quatsch. Warte mal, heißt das, die anderen Türen funktionieren auch so? Ich höre ihn.
Heißt das, seine Stimme kommt aus dem Lüftungsschacht? Das heißt, er hört die Musik vielleicht? Was ist da hinten? Damit er das Flüstern nicht hört? Das Zischen? Janitor's Office. Ah, da geht's lang. Okay, alles klar. Was? Eine lustige Verfolgungsjagd? Zum Aktivieren gedrückt halten? Was ist denn das? Untersuche das Licht im Pausenraum. Was? Säubere das Objekt von der Macht des Karussellpferdes? Da ist ein Karussellpferd? Gott, ist das Spiel weird. Oh, hier wird mir echt übel. Ach, hier wird einem doch nicht übel. Da wubbeln doch nur die Wände hin. Okay, die Art und Weise, wie sie wubbeln, macht überhaupt keinen Sinn. Aber... Ein Objekt der Macht. Ein bisschen gewubbelt ist. Wie ist das wohl hierher gekommen? Was ist wohl Macht? Ein Karussellpferd. Warum sind Kindersachen immer so gruselig? Steigst du jetzt auf? Ja, kann alles möglich sein. Karussellpferd, Telefon, Diskette, Pistole. Aber was kann es? Aber ich hab's gedrückt. Okay. Okay, man kann dashen. Das ist cool. Oh fuck, das ist cool. Was? Goldgegner sind gegen Jessys Angriffe immun. Okay, glaube ich euch. Nett, nett, dass ihr mir das so gezeigt habt. Oh, das ist sau cool. Das ist sau cool. Das hätte ich bei dem einen Dude gebrauchen können. Jetzt hatte ich Angst, da stehen zu bleiben und mir das Quatsche von mir zu hören. Eine lustige Verfolgungsjagd. Das war tatsächlich eine lustige Verfolgungsjagd. Okay. Kann ich zweimal dashen in der Luft? Ein Double Dash? Nee, kann ich nicht. Jetzt wollte ich instinktiv einen Doppelsprung machen. Das sind dann wieder so Momente, wo ich mich freue, dass ich mit Controller spiele, weil ich glaube, das geht mit Controller besser als mit Maus und Tastatur. Aber andererseits... Zielen ist da schon wichtiger. Schon wieder eingestürzt? Soll ich nicht irgendwann wieder nach oben fallen? Baumer hat wohl nie SCP gespielt. Es ist ähnlich, ja? Eigentlich ist es SCP. Doch, wirklich. Und die creepy Geschichten, die es gibt und so weiter. Das Game hier ist 1:1 SCP. Das erklärt's. Eine Waffenmod. Noch eine. Okay. So, gut. Ich kann jetzt dashen. Das ist voll geil. Okay. Sidequests sind der übelste Ultra-Shit. Es werden jetzt nur noch Sidequests gespielt. Das Büro vom Chef ist hier drüben. Okay. Oh, hier war ich noch nicht. Warte mal, das ist er doch. Wo geht's dann hier lang? Ah, da haben sie noch eine Kiste. Gott, gibt's viele. Ritualimpuls? The fuck? Schleudereffizienz. Minus 7% Energiekosten. So ein Quatsch. Lebensregeneration 20%. Da bleibe ich lieber bei meinen 23. Können wir das Zeug auch... Weil wir können das zerlegen. Okay. Und was haben wir dann davon? Ich habe 8000 von diesen Dreiecken. Pyramiden. Scherben. Wie auch immer. Kann man hier irgendwie leveln?
Vielleicht wird mir der Hausmeister ja was bei... da oben ist noch ganz viel Neues. Ritualimpuls. Okay. Die innere Quarantäne, ein Notfall mit Sicherheitsmaßnahme, hält Jesse davon ab, nach Trench's Management-Team in den anderen Sektoren zu suchen. Jesse versucht, in den Wartungssektor zu kommen und direktionale Überbrückungsschalter zu finden. Okay, okay. Also in unserem Sektor gibt es nochmal einen Wartungssektor und in dem können wir dann alle Sektoren frei... Komisch. Karussell fährt, die Fallakte. Objekt sollte in einem abgegrenzten Raum aufbewahrt werden, wenn es entbunden wird. Ein Pferd aus glaswasserverstärktem Kunststoff, das einst als Sitz in einem Karussell diente. Die Stange ist noch am Objekt befestigt. Das Objekt kann kurze Entfernungen in sehr hoher Geschwindigkeit zurücklegen. Es kann sehr gefährlich sein, wenn sich jemand auf seinem Weg befindet. Das Objekt ist derzeit an irgendwen gebunden. Herkunft. Das Objekt wurde aus dem Gelände eines ehemaligen das Objekt wurde auf dem Gelände eines ehemaligen Vergnügungsparks gefunden. Lokale Medien berichteten, dass die Fahrgeschäfte selbstständig fuhren und dass sie hinausgejagt wurden. Als die Behörde von den Gerüchten erfuhr, wurde die Agentur entsandt, um zu ermitteln. Am Schauplatz wurden drei örtliche tot gefunden. Das Objekt griff Agenten an, indem es auf sie zustürmte oder so. Das erinnert mich tatsächlich an SCP, wie diese komische Betonlebensform, mit der du immer Blickkontakt halten musst, so ein bisschen wie die Weeping Angels. Weil die Chrono locked ist. Agenten bedienen sich der Formel C5, um das Objekt lange genug festzuhalten, damit es verblubbt werden kann. Formel C5. Und ich gehe einfach hin und fasse es an und es tötet mich nicht. Das ist aber nett von dem machtvollen Objekt. Da war die Diskette aber völlig anders drauf. Hi, Dude. Die Pfütze ist doch nur, weil du da so lange wischst. Gut gemacht. Du hast den Job. Glückwünsche sind angebracht. Yippie Satana. Es passierte beim letzten Tropfen. Ich brauche wirklich einen Assistenten. Das Lustige ist, ich war mal Hausmeisterin. Eine Rolle, die mir mehr liegt, als Direktorin zu sein. Nur Arti scheint das hier zu begreifen. Ja, hi, Arti. Wir müssen die Quarantäne aufheben, sonst komme ich nicht in die anderen Sektoren. Kannst du mir helfen, zum Überbrückungsschalter zu kommen? Ja, ja. Ganz einfach. Ist gleich um die Ecke. Aber zuerst musst du mal was arbeiten. Nur wenig. Nur ein paar Stunden. Irgendetwas sagt mir, dass es länger dauern wird. Ja. Du denkst, da ist ein Hund drin begraben. Ich sehe, du bist keine Schneegans von gestern. Deshalb wirst du eine gute Assistentin sein. Gut. Ich haue die Fakten auf den Tisch. Mäkele, Sonon, Perkeles, Voran. Dieses Haus hat ein Ungezieferproblem, ein übles. Sie haben bereits die Kühlpumpen und die Generatoren der Energiequelle kaputt gemacht, Perkele. Und der Pensionär da drin spürt langsam, wie sich das Seil um seinen Kopf zusammenzieht. Die Situation muss gelöst werden, bevor die Quelle explodiert und wir alle verschwinden wie ein Forst in der Wüste. Perkele. Ich versuche mein Bestes, das zu verstehen. Die Kühlpumpen und Generatoren reparieren? Sonst explodiert die Energiequelle? Keine Angst. Ich habe Anweisungen hinterlassen. Du kommst schon noch dahinter, bevor ich Urlaub mache. Die Arbeiten auf der Tafel hier kannst du später machen, wenn du Zeit hast. Urlaub? Na klar. Ja, niemand streicht meinen Urlaub oder die Säbel rasseln. Aber keine Sorge, du nimmst das einfach in die Hand und dann ist diese Krise schnell Schnee von gestern. Du gehst besser jetzt, damit du nicht Hals über Kopf rennen musst. Die Tür hinten führt zur Energiequelle. Die hintere Tür?
Großartig. Danke, Arti. Wo ist vorn und hinten in deiner Welt? Das wundert sie nicht, dass Arti Gedanken lesen kann. Arti, warum kannst du Gedanken lesen, Arti? Das ist nicht vernünftig, Arti. Das macht... Das ist die hintere Tür. Ich verstehe. Ich habe jetzt Clearance Level 2. Das ist ja super. Was steht denn hier noch alles? Was für ein Chaos. Verbrenne den Müll. Ja, verbrenn den Müll. Wirf alles ins Feuer. Verbrenn es. Verbrenn's zum Rentier. Nicht zum Elch. Okay. 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 Jetzt verstehe ich. Wir können Missionen auswählen. Okay, okay. Da war sonst immer nur eine drin. Ich mache jetzt aber die andere. Weil ich muss erstmal rausfinden, wo dieser... Okay, was passiert nochmal, wenn das Ding hochgeht? Strom. Explosion. Zu viel. Ah. Da klingelt... Oh, die Tür kenne ich. Oh, die Tür kenne ich auch. Oh, ich kenne ganz viele Türen. Okay, das Telefon hat geklingelt. Okay, langsam steige ich dahinter. Northmore. Das ist eine interessante Mechanik. Northmore war vor mir Direktor. Ah, ich wollte seinen Job nie haben. Ich wollte nie so viel Macht. Warte mal, das heißt, er ist jetzt tot. Ich ging aus dem Weg, vertraute ihm nicht. Northmore ging es immer nur um Macht. Ein Mann wie eine Explosion. Er gierte nach Macht, nach Ordnung, nach immer mehr, bis es zu viel wurde. Ich musste eine Lösung finden, die Situation eindämmen. Northmore hat mich nie gemocht, aber er machte mit, immerhin. Er hatte wohl keine Wahl. Am Ende des Tages ist es die wesentlichste Aufgabe des Direktors, dafür zu sorgen, dass in der Behörde die Lichter nicht ausgehen. Es gab keine Primärkandidaten, aber es gab mich. Ich war immer da gewesen. Unauffällig, hart arbeitend, hatte nichts zu verlieren. Ich nahm die Waffe in die Hand, fast als Mutprobe. Verstehe. Aber warte mal, das heißt, Northmore hat sich erschossen? Aber das sagt nichts darüber aus, was jetzt mit dem Strom los ist. Das war nicht der Anruf, auf den ich gewartet habe. Das war seltsam. Ich meine, gut, jetzt kann ich Northmore besser einordnen. Und ich vermute mal, er ist tot. Weil die einzige Art, wie der Dude von gerade eben an die Amtswaffe gelangen konnte, war, indem Northmore sich damit Feuer erschossen hat. Schade, den hätte ich gern getroffen. Der schien ja sehr mächtig zu sein. Juri, huhu, Juri, Bios, grüß dich. Schönen guten Abend. Wer hat's noch geschafft? Und noch mehr Schriftverkehr. Vor ein paar Wochen ist ein Objekt der Macht aus dem Panoptikon entkommen. Panoptikon? Was ist da so? Und alle sollen Ausschau danach halten. Wenn also jemand ein Karussellpferd auffällt, das durch den Sektor schwirrt, informiert mich bitte sofort. Bitte versuchen Sie es nicht allein zu fangen. Und binden Sie es unter keinen Umständen an sich. Ihr Sicherheitschef, Simon Arish. Tja, tut mir leid, zu spät. Ich habe das schon an mich gebunden. Das ist ja nett. Wenn man an der Mission vorbeigerannt wäre, hätte man jetzt hier einen kleinen Hinweis drauf finden können. Und man hätte damit gar nichts anzufangen gewusst, aber es ist halt schräg. Ja, Achtung, liebe Kollegen, was ich noch sagen wollte, da ist so ein Karussellpferd, das durch die Gänge jagt. Ja, bitte nicht in den Weg stellen, das rennt durch euch durch. Energiequelle. Warum habe ich nur halbes Leben? Hätte mir der Hausmeister nicht mal ein bisschen Medikit... Ihr lebt ja noch. Es ist gefährlich da draußen, Lady. Sprechen Sie mit Leiter Arish, er ist drinnen, er hilft Ihnen. Okay, bis gleich. Das ist ja abgefahren. Hier sind ja noch Menschen. Kann ich hier... Da glänzelt etwas. Shelter.
Ich dachte, ich komme jetzt in einen Bereich, wo übelst viele Infizierte rumrennen. Aber wenn der Hausmeister schon sagt, wir haben ein Ungezieferproblem beim Reaktor und da sind nur normale Menschen, dann ist er, glaube ich, keiner von den Guten. Der Hausmeister ist keiner von den Guten. Aha, egal wie oft unsere Jessie-Troller das jetzt schon gesagt hat, dass die dem vertraut und dass die dem verbunden ist. Das kommt wahrscheinlich einfach nur daher, dass die beide... diese Parafäden haben. Hey! Leiter Arish, FBC-Sicherheit. Sollten Sie nicht in einem Schutzraum sein? Solltest du mich nicht weniger anschreien? Ich bin die Direktorin hier. Was fällt dir überhaupt ein? Sie haben alle HAV. Wir sind auf derselben Seite. Ich bin Jessie Faden. Ich bin hier, um die Quarantäne mit dem Überbrückungsschalter aufzuheben. Ja, ja, Leiter Arish, FBC-Sicherheit. Ich bin... Oh, Moment. Sie sind die neue Direktorin. Zu Diensten, Ma'am. Woher wissen Lassen Sie das? Lassen Sie die Formalitäten, bitte. Stimmt, Faden. Gesagt? Ma'am, wie Sie sehen können, ist die Kacke hier am Dampfen. Wir halten die Stellung, aber was auch immer unsere Kumpel befallen hat, lässt sie die Kühlpumpen und Spannungsumformer zerstören. Der NSC ist ständig überhitzt. Und meine Leute werden erschossen, bevor sie irgendwelche Reparaturen machen können. NSC? Sorry, Behördenjargon. So nennen wir die Energiequelle, das große rumpelnde Metallding. Salvador, der Sicherheitschef, bat mich, sie bei einem Angriff zu schützen. Ihr Inhalt ist nämlich gefährlich. Dr. Darling schien zu wissen, dass sie ein Ziel sein würde. Darling, ist er hier? Nein, er kam vor ein paar Tagen runter, bevor alles den Bach runterging. Er war total durch, stank wie ein Bierfass. Faselte etwas von Sicherheitslücken und dass er nur einen großen HRV hatte, ihn aber woanders brauchte. Wenigstens hat er uns diese HRV gegeben, bevor er ging. Hey, hab ich erwähnt, dass er sich die Kleider vom Leib riss? Kranker Typ. Darling wusste, dass das Zischen kommt. Hören Sie, ich plaudere ja auch gerne, aber wir müssen die Wasser- und Elektroanlagen reparieren, bevor hier alles in die Luft fliegt. Ich sag meinen Leuten, sie sollen die Ausgänge für sie öffnen. Ich kümmere mich darum. Sie bleiben hier und halten die Zischer von der Energiequelle fern. Zischer? So heißen die jetzt? Klingt gut. Hören Sie, der Funk ist ausgefallen. Also wenn Sie meinen Boss Salvador da draußen finden, fragen Sie ihn bitte, was der Plan ist. Ich bin mir sicher, er hat inzwischen einen. Ich halte nach ihm Ausschau. Er hat wirklich viel Vertrauen in seinen Boss. Halten Sie durch. Ja, wirklich, Pummelrunde. Es tut mir leid, dass er diese so rumschreit. Diese Pumpen und Umwandler müssen... Aber alle anderen flüstern hier. Wenn Umwandler und Kühlmittelpumpen wieder funktionieren, ist dieses Baby schnell wieder auf einer sicheren Temperatur. Hoffe ich. Okay. Oh, wir können ein bisschen mit ihm quatschen. Das ist schön. Was wissen Sie über das Zischen? Nicht viel. Nur was ich selbst gesehen habe. Die Besessenen wenden dieselben Taktiken an, die uns Marshall und Salvador beigebracht haben. Also hat das Zischen wahrscheinlich ihre Persönlichkeit nicht völlig ausgelöscht. Was ein ziemlich schrecklicher Gedanke ist. Oder es verwendet nur, was es in den Köpfen seiner Opfer findet. Auf jeden Fall will es unbedingt in die Energiequelle. Was glauben Sie, warum? Scheiße, keine Ahnung. Es will mir das Leben schwer machen. Ist klar. Du und das Zischen, ihr habt da so einen kleinen Beef am Laufen. Was machen Sie hier, Arish? Ich bin der Sicherheitschef der Wartung. Ich stelle sicher, dass die ganze schräge Scheiße hier unten die Wartungstruppen nicht belästigt. Salvador hat mir alles beigebracht, was ich weiß. Er ist der beste Sicherheitsmann, den die Behörde je gesehen hat. Und Sie mögen Ihren Job? Total. Alle denken immer, dass die Wartung unbedeutend ist, weil wir Rohre reparieren, anstatt Berichte zu schreiben. Aber ehrlich gesagt sind das hier die tapfersten Leute im ganzen Scheißgebäude. Ich bin stolz darauf, mit ihnen zu arbeiten. Ich habe ein paar Gelegenheitsjobs mit diesen Leuten erledigt. Sie sagen, was sie denken. Das gefällt mir. Kennen Sie diesen Arti? Natürlich. Er ist mein liebster Pausenkumpel. Der Typ hat ein paar schräge Geschichten auf Lager. Er weiß wahrscheinlich mehr als jeder andere hier, wenn man versteht, was er sagt. Wissen Sie, wo er herkommt? Ich tippe auf Schweden. Spielt das eine Rolle? Unter manche Steine sollte man einfach nicht schauen, wissen Sie? Ich glaube... Der Arti ist so alt wie das älteste Haus selbst. Der hat hier schon immer gewischt. Der kennt alles. Jeden, der hier schon mal war, jeder, der hierher kommen wird, der kennt jeden. Der ist der eigentliche Direktor. Wenn er nicht sogar selbst der Rat ist, ja?
Arti ist irgendwas. Der ist kein Kumpel, Verbündeter, der ist nicht mal im gleichen Team, der spielt nicht mal die gleiche Sportart wie wir. Der ist, wenn wir Fußball sind, dann ist der NASA-Techniker oder sowas. Das ist was völlig anderes. Was wissen Sie über die Amtswaffe? Nicht viel. Ist nur für die Direktoren. Salvador hat mir erzählt, dass er mal Trench mit ihr gesehen hat. Klingt, als könnte das Gerät ziemlich reinhauen. Ich habe zwar mal Bilder davon gesehen, aber die sah anders aus als das Teil, das Sie tragen. Haben Sie die modifiziert? Das ist neu. Heißt neu auch gut? Unter diesen Umständen ist neu das Beste, was wir haben. Okay. Wäre alt übrigens auch. Also ist dein Kommentar total Quatsch. Was genau ist die Energiequelle? Hören Sie, ich weiß nur, was Salvador mir gesagt hat. Aber sie generiert den gesamten Strom für die Behörde und es gibt zwei einfache Regeln. Nummer 1, sie darf eine bestimmte Temperatur nicht überschreiten. Nummer 2, sie darf nie, niemals geöffnet werden. Oh, und Nummer 3, streng vertraulich, also stelle ich keine Fragen. Geheimnisse scheinen hier an der Tagesordnung zu sein. Ja, gehört alles zum Job. Du kannst es nicht mal dem Direktor sagen? Gut, dir hat es wahrscheinlich keiner gesagt. Du stellst keine Fragen, deshalb weißt du es nicht. Okay, alles klar, alles klar. Ich sollte weiter. Stimmt, die Quarantäne wartet. Ja, ja. Huch, hier geht's ja auch lang. Nanu. Ach so, das ist eigentlich ein recht offensichtlicher Weg. Okay. Okay. Ist das hier... Wo genau ist denn dieser Reaktor? Stehe ich unten drunter? Ist das da der Reaktor? Bin verwirrt. Hier ist gar nichts zu sehen. Warum ist hier so viel Glas, wenn hier hauptsächlich gar nichts zu sehen ist? Schon wieder Verstopfung? Oh Gott, Arti wird stinksauer sein. Schon wieder Verstopfung? Wer hat Verstopfung? Nein, nein, das habe ich nicht gehört. Hey Simon, ich habe eine Nachricht bekommen. Genau wenn dich jemand im Sektor nach Arti fragt, sagst du ihm, dass du dich drum kümmerst und belässt es dabei. Unter keinen Umständen sollte ein Mitarbeiter seine tägliche Routine stören. Ich habe dir alles über ihn erzählt, was ich weiß. Damit du mit seinen komischen Gewohnheiten besser klarkommst. Aber die Sache ist immer noch streng vertraulich. Ich habe auch deinen Bericht über die Steinbrucharbeiter gesehen, der ins Fundament spaziert ist. Es war absolut richtig, ihn in Gewahrsam zu nehmen. Wir finden es erst heraus, was er weiß, und entscheiden dann, was wir machen. Grüße, Lynn. PS, falls es dir noch nicht aufgefallen sein sollte, zwischen Trench und Darling stimmt etwas nicht. Ich weiß, dass es nicht gerade deine Stärke ist, aber halte dich bitte raus. Okay. Was ist mit Arti? Warum sollte man Arti auf gar keinen Fall von seiner täglichen... Arti ist doch jetzt der Hausmeister, oder? Da war noch wer anders mit A. Oh Gott, ich bin so schlecht mit Namen. Aber ich glaube, Arti ist der Hausmeister, richtig? Oh, das ist gut. Das ist das, was ich gesehen hatte. Fähigkeiten? Astralwerkstatt? What the fuck? Was ist denn das? Das ist ja völlig neu. Seit wann hab ich denn sowas? Mehr Energie. Mehr Schaden. Und noch mehr Schaden. Das ist ja irre. Boah. Das zieht mir nur eins ab? Das ist ja insane. Zusätzlicher Waffenformplatz. Krass. Wie habe ich denn so viele Level gekriegt auf einmal? Das ist ja... Ich habe aber doch ein paar Mal geguckt. Wir konnten uns das letzte Mal, als ich gecheckt hatte, nur umziehen. 50% mehr Schaden beim Schleudern. Ist das irre. Schleudert Granaten und Raketen zurück auf den Gegner. What? Schleudern ist voll geil. Schleudern hat ein fettes Auto-Aim. Ja, und das hat so schon die einfachen Leute fast mit einem Schlag weggehauen. Und jetzt macht es das garantiert. Und ich kann Raketen zurückschleudern. Das ist super. Ich kann ganze Menschen zurückschleudern.
Wow, ich werde nie wieder den Nahkampf gebrauchen. Es sei denn, der Nahkampf schaltet auch so lustigen Firlefanz frei, aber das sieht jetzt hier nicht so aus. Das sieht nicht so aus. Warte mal, wenn ich hier schon Granaten und da Menschen schleudern kann, was kommt denn dann hier als nächstes? Was ist denn krasser, als Menschen durch die Gegend zu schleudern? Weil ich meine, damit kannst du ja Menschen mit Menschen bekämpfen. Sobald dich zwei Leute angreifen, macht es überhaupt keinen Sinn, auf einen von denen zu schießen, wenn du einen mit dem anderen beschießen kannst. Weißt du, was ich meine? Astralwerkstatt. Waffenformen. Ich kann die Waffe verformen? Dreh bietet großzügige Magazine sowie eine hohe Feuerrate und wird am besten in kurzen und kontrollierten Schüben genutzt. Schmetterer. Schmetterer hat einen starken Mannstoppwirkung und einen zweiten Schuss, der auf kurze Distanz ganze Gegnergruppen vernichten kann. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich kann mir eine Shotgun und einen Revolver bauen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich an meiner Waffe gerade was ändern will. Behalte ich die dann und kann die dann als Alternative... Kann ich zwischen denen hin und her wechseln? Oder ist das eine finale Weisheit? Boah, Ritualimpulse. Haben wir nur einmal einen gefunden. Die sind ganz schön selten. Komm, dann probiere ich mal den Schmetterer. Weil für alles, was weiter weg ist... Super. Astrale Werkstatt. Krass. Für alles, was weiter weg ist, habe ich ja... das Schmettern. Mit dem fetten Auto-Aim. Verdeckte Waffenmodifikation möglich. Verdeckte Waffenmodifikation möglich. Verdeckte Waffenmodifikation möglich. Du hältst eine zusätzliche Waffen... Heißt das, ich erhalte eine Modifikation? Schaden nach Tötung. Oh. Interessant. Okay, hier kann ich unglaublich viel Kohle rausballern. Aufwerten. Okay. Das ist ein bisschen krass. Was sind denn Gegenmaßnahmen des Rats? Überlebenstaktiken. Belohnung. Strategisches Ziel. Boah. Scheiße, kann man nicht viel machen. Okay. Waffenform wechseln. Verstehe. Pistole. Shotgun. Versteckter Psy-Schlag. Und da kann ich jetzt auch nochmal hier was reinsetzen. Schmetterer hat eine starke Mannstoppwirkung. Jetzt verstehe ich. Der Schmetterer war eine Waffe, die ich noch nicht hatte. Starker Schub bei Tötungsenergie. Würgendes Schmettergeschoss. Okay, nein. Rückstoß minus 11%. Rückstoß minus 6%. Abgefeuerte Geschosse plus 2. Probieren wir mal das aus. Das ist ja insane. Okay. Völlig neue Welten. Maintenance. Verstehe. Wir sind im Wartungsbereich und jetzt können wir auch unsere Waffen warten. Können wir das nur hier? Oder können wir das auch in unserem Lieblingshauptbereich? Sei es drum. Ich mache hier mal ein Stöppchen rein. Die Folge ist schon wieder lang genug. Und ich werde auch langsam ein wenig zu müde, um die Texte noch richtig vorlesen zu können. So viele Texte. So viele Texte. Gut. Dann sehe ich doppelt, Zapperlet. Aha. Dann haben wir jetzt endlich einen Grund gefunden, warum wir diese ganzen weirden Materialien sammeln. Damit wir unsere schöne Knarre ein bisschen pimpen können. Nicht nur ein, zwei Mods reinstecken. Und wir haben jetzt eine Shotgun. Ich freue mich ein bisschen über die Shotgun. Ich freue mich vor allen Dingen darüber, dass unser Wurfgeschoss, unser Schmettern... Ich nenne es Schmettern, aber Schmettern ist ja die Shotgun. Wie nennt sich das andere? Das Werfen, das Schleudern? Schleudern war es, glaube ich. Dass das jetzt definitiv
reicht, um die einfachen Waffen mit einem Schlag umzuhauen. Verdammt, ich kann jetzt mit Wachen werfen. Das freut mich am meisten. Ich glaube, ich werde in der nächsten Folge mal, wenn ich mich an das erinnere, was ich jetzt sage, die Gegenmaßnahmen des Rates machen. Das scheint, als ob man da noch ein bisschen Bonuskack freischalten kann. Das scheinen irgendwelche Herausforderungen oder Challenges zu sein. Auf jeden Fall ist der Hausmeister ein bisschen weird. Ich fürchte, den müssen wir im Auge behalten. Aber ich bin mir ziemlich sicher, jetzt wo ich hier mit dem Typen geredet habe, dass der mit den Schädlingen doch nicht die Menschen am Reaktor meinte. Das war ein schlechter erster Eindruck vom Hausmeister. Der meint tatsächlich die... Wie heißt die nochmal? Zischer. Die Zischer. Mit, wir haben ein Schädlingsproblem. Also er scheint kein Freund des Zischens zu sein. Der scheint aber... Auf jeden Fall kann der Gedanken lesen. Das ist so schräg. Das war schon ganz am Anfang, als wir ihn das erste Mal getroffen haben, dass der auf unsere Gedankenstimme geantwortet hat. Und die machen das auf so eine beiläufige und selbstverständliche Art, ja? Das verstört mich eigentlich am meisten. Auch, dass unsere schöne Jessie so total gleichgültig mit den neuen Fähigkeiten umgeht und so. Die ist einfach nur so... Ja, aber ich will eigentlich gar nicht Direktor sein. Die fragt sich auch nicht, warum die Leute auf einmal alle ihren Namen kennen und wissen, dass sie Direktor ist, aber nicht wissen, wie sie aussieht. Wie die Plakate da überall, also wie ihre Bilder überall hingekommen sind. Warum sie nicht gleich automatisch die Freilassungsstufe gekriegt hat. Muss ich diesen Posten wahrscheinlich wirklich erkämpfen? Der Rat ist ein seltsames Konstrukt. Warum ist der Rat machtlos gegen das Zischen? Warum braucht er uns? Das ist eine sehr seltsame Welt. Auf jeden Fall war es das an dieser Stelle erstmal für mich. Ich fahre jetzt in den Urlaub. Ich hoffe, ich kann mich noch an alles erinnern, wenn ich das nächste Mal wieder starte. Und ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen. Tschüss.